Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie man seine Beine sommer-ready bekommt, beziehungsweise wie man ein bisschen sich die Beine ein bisschen schöner schummeln kann sozusagen. Schöner und gesünder vor allem auch. Unter anderem mit vielen DIYs, wie ihr Geld sparen könnt, das ist immer ganz wichtig. Und auch meine Langzeit-Review des Philips Lumea Prestige, also bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Okay, als allererstes würde ich sagen, das empfehle ich sowieso immer zu machen. Am besten einmal die Woche, kommt darauf an, wie eure Haut einfach ist, aber ihr spürt es schon, ihr seht es schon. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so ein bisschen rubbelt an manchen Stellen und es schon so abrubbelt, wenn die Haut wirklich so abrubbelt, dann heißt es, ist es mal wieder Zeit für ein Peeling. Wir brauchen nämlich wieder schöne, glatte Haut. Die abgestorbenen Hautschüppchen sollten abgerubbelt werden. Und das geht eben super einfach mit einem selbstgemachten Peeling. Also seit ich das jetzt alles so mache, sage ich euch, ich will eigentlich gar keine Peelings mehr kaufen, weil es ist so unnötig. Also es ist so viel teurer. Und das, was ihr zu Hause machen könnt, das kostet fast nichts oder so gut wie nichts. Das ist quasi Weiterverwertung eures Mülls oder Sachen, die ihr zu Hause schon habt, wo ihr wirklich ganz wenig braucht. Wir machen nämlich so ein Kaffee-Peeling. Das ist immer ganz toll, auch weil es so die Haut strafft und gerade toll ist für die Beine eben. Und dann schnappe ich mir einfach die Reste aus meiner Kaffeemaschine. Ne? Da fällt doch immer sowas runter. Dann habt ihr einfach den Kaffeesatz. Ihr könnt es natürlich auch frisch aufgießen, euren Kaffee, und dann einfach den Kaffeesatz benutzen. Den benutze ich dann, das mische ich dann mit Zucker, am besten 1:1 in der Menge. Ich habe das jetzt nur für so 2 Anwendungen, das ist ungefähr. Und dann gieße ich das ein bisschen auf mit Duschgel. Dann nehmt ihr einfach das Duschgel eurer Wahl, kann auch ein cremiges Duschgel sein. Das ist jetzt für ein tolles Duschpeeling, also dass ihr wirklich in der Dusche verwenden könnt, was nicht allzu aggressiv ist, sage ich mal, also weil die Peelingkörnchen recht fein sind, also auch vom Kaffee wie auch vom Zucker. Es macht die Haut schön glatt, bereitet es gut vor für die Haarentfernung eben, und die Haut glänzt dann auch schön. Das empfehle ich schon so einmal die Woche zu machen. Dieses Duschpeeling geht sogar auch öfter, weil es eben nicht so aggressiv ist, also es sind sehr feine Partikel da drin. Außerdem, der Vorteil gegenüber gekauften Peelings ist oft, dass da auch kein Mikroplastik drin ist. Also oft ist das, sind nämlich diese Peeling-Partikel tatsächlich Plastik und nicht irgendwie was Natürliches, was man denkt. Deswegen am besten sowieso immer gleich selbst machen, dann wisst ihr genau, was drin ist, und es ist super billig, wie ihr gesehen habt. Das war jetzt, kostet fast nichts. Ne? Dann geht es weiter zur Haarentfernung. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass ich euch meine Review gebe, meine Langzeit-Review des Philips Lumea Prestige. Und zwar ist das dieses Gerät hier, das hatte ich euch ja schon vorgestellt, schon ausführlicher gezeigt. Ich wollte euch jetzt eher noch nur meine Erfahrungsberichte nochmal geben, sozusagen. Also wie es mir gegangen ist nach einem Jahr eben, ob jetzt noch Haare nachwachsen und so weiter. Wer Philips Lumea noch nicht kennt, damit könnt ihr eine langanhaltende Haarentfernung bekommen. Und zwar gibt es verschiedene Aufsätze. Ihr könnt das an den Beinen machen, Achseln, Bikini-Zone und auch im Gesicht. Das könnt ihr ganz einfach hier austauschen und steckt den anderen dann wieder oben drauf. Und genau, und das Ganze funktioniert mit IPL, das heißt Intense Pulse Light. Das sind also Lichtimpulse, die auf die Haut treffen und direkt ins Haarfollikel reingehen und somit das Wachstum stoppen. Das muss man halt in verschiedenen Phasen des Haarwachstums machen, das heißt regelmäßig anwenden, regelmäßig die Behandlung fortführen. Ich kann euch sagen, bei mir an den Achseln hat das super funktioniert, also ich muss da jetzt, ich habe das schon vergessen. Ich gehe da gar nicht mehr ran, ich rasiere gar nicht mehr. Manchmal wächst was noch nach, an manchen Stellen ganz mini, und dann sind es auch so ganz feine, zarte Härchen, als wäre das so der erste Pflaum sozusagen. Es sind nur noch so einzelne Partien. Bei den Beinen hat es bei mir persönlich etwas länger gedauert als bei den Achseln. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich auch nur noch an manchen Stellen was habe. Also es sind immer diese Stellen, wo ich sozusagen verpasst habe. Also weil manchmal schafft man es ja nicht so perfekt, einfach diese Behandlung zu machen. Ne? Man weiß nicht, wo man gerade war, oder man hat nicht so richtig aufgepasst. Und dann sehe ich halt genau an dieser Stelle wächst halt wieder so ein bisschen das Haar. Aber es wächst auch immer so ganz zart raus, auch so wie das erste Haar sozusagen. Das ist ganz gut, ist nicht so wie nach dem Rasieren, wenn es so stoppelig wird, so Haar, so festes Haar. Es ist ganz weich eben, genau. Und zur Vorbereitung jeder Behandlung muss man eben haarfrei erstmal sein. Das heißt, erstmal rasieren zum Beispiel. Also ich rasiere meine Beine erstmal, und dann kann man eben die Behandlung anfangen. Und zwar setzt man das einfach senkrecht auf die Haut
auf. Dann kann man per Hautanalyse die Stärke bestimmen. Bei mir ist es jetzt meistens 4 oder 5 gewesen eben. Dann drückt man einfach hier drauf und dann löst dieser Lichtpuls schon aus. Man kann es auch gedrückt halten und einfach weiterschieben immer. So muss man nicht immer absetzen und man weiß mehr, wo man gewesen war, an welcher Stelle man geht nämlich nur noch diese Strecke entlang und setzt nicht mehr ab. Ich würde sagen, ich bin haarfrei. Es dauert zumindest sehr, sehr lange, also schon so mehrere Monate, bis da wieder was rauskommt. Und ja, das ist das beste Gefühl. Das ist so cool und gerade so im Sommer ist es halt jetzt perfekt. Also es gibt auch eine praktische App, die ihr kostenlos natürlich downloaden könnt. Da erinnert euch die App dann immer wieder, wann ihr welche Behandlung gemacht habt und wann die nächste dann wieder anfällt. Direkt nach der Behandlung pflege ich auch immer gerne natürlich. Meine Haut braucht wieder Feuchtigkeit und da gehe ich am liebsten mit Ölen dran. Also nicht nur im Gesicht, sondern auch am Körper benutze ich ganz gerne Öl, vor allem auch im Sommer, weil das schön einzieht. Hier ist wichtig, dass die Haut noch ein bisschen feucht ist, also falls nicht, sprüht sie einfach ein bisschen nass. Und dann am liebsten, und dann, das ist auch mein Tipp für euch, ist Aloe Vera. Entweder in Form, wie bei mir jetzt, eines Öls oder ihr habt ein Aloe Vera Gel, irgendwie sowas. Das ist besonders toll auch im Sommer, gerade so als After Sun, ne, nach einem Sonnentag, ihr kommt nach Hause, ihr habt heiße Haut einfach oder generell ihr wart lang unterwegs. Das ist auch ein guter Tipp, wenn ihr müde Beine habt, lang unterwegs seid, Stadtbummel, Sightseeing, gerade jetzt in der Urlaubssaison, dann einfach mit so einem kühlenden Aloe Vera Gel einreiben. Erstens, wie gesagt, kühlt es und die Haut ist einfach gut mit Feuchtigkeit versorgt. Und da wollte ich euch jetzt noch ein kleines DIY zeigen, apropos Öl sozusagen. Ihr kennt ja diese Schimmeröle. Und die sind super schön, ich weiß, und die schimmern halt besonders toll in dem, im Sonnenlicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles, was so ein bisschen schimmrig ist, darauf fahren wir besonders ab und das wissen die und deswegen ist es besonders teuer. Habt ihr nicht auch das Gefühl? Deswegen kann man das auch super selbst machen. Und ich sage euch, das Ergebnis meines selbstgemachten Öls ist wirklich fast identisch wie das gekaufte. Und zwar habe ich dafür genau dieses Öl auch wieder benutzt, also das Aloe Vera Öl, aber ihr könnt auch jegliches Öl benutzen, das ihr für eure Haut verwenden würdet. Und dann gebt ihr einfach Pigmente hinzu. Ihr habt bestimmt noch irgendwelche losen Pigmente rumfliegen zu Hause, die ihr gar nicht mehr benutzt sogar vielleicht. Oder ihr könnt auch Highlighter nehmen. Oder ihr habt das vielleicht in flüssiger Form, so Highlighter Drops oder ne, irgend so eine Base oder sowas. Das könnt ihr auch dazu geben, das vermischt sich dann auch. Ich habe jetzt hier eben ein Pigment genommen. Hab dick viel reingegeben für richtig schönen Schimmer. Bisschen schütteln und es war's. Fertig ist das Öl. Wenn ihr noch ein bisschen Deckkraft haben wollt, ihr wollt wirklich so perfekte, flawless Beine, vielleicht für ein Event oder vielleicht zur Hochzeit oder sowas, wo es wirklich drauf ankommt und es soll perfekt sein, also jetzt nicht so für den Alltag, sondern so für wirklich was Spezielles, dann ist mein Tipp, dass ihr noch ein bisschen Foundation mit dazu gebt. Oder vielleicht ein bisschen flüssigen Bronzer. Genau, vermischt das nochmal dann und dann könnt ihr das einfach auf die Haut auftragen, entweder so mit der Hand einreiben oder mit einem Pinsel, geht ja auch, oder einem Schwämmchen. Und dann habt ihr die perfekten Beine und super einfach selbst gemacht sozusagen, anstatt das teuer zu kaufen, weil gerade diese Bodyprodukte doch recht teuer sind. Genau, da habt ihr da nochmal gespart. Aber für den Alltag oder so finde ich es ganz schön, wenn es einfach nur dieses Schimmeröl ist. Das sieht ganz toll aus und es pflegt ja noch dazu, also es ist ja nicht nur irgendwie so Make-up, sondern es ist noch Pflege. Wenn ihr in den Urlaub fliegt und vielleicht einen Langstreckenflug sogar ansteht oder generell einfach hier im Flugzeug sitzt, ihr kennt es bestimmt, dass die Beine so ein bisschen anschwellen. Ich habe das sehr extrem, ist bei manchen Leuten auch mehr oder weniger extrem. Mein erster Tipp ist, bequemes Schuhwerk, das am besten ein Schuh, der schön breit ist, also wo ihr noch Platz drin habt, oder solche Flipflops, Sandalen, wo ihr schnell reinschlüpfen könnt, genau. Weil manchmal sind die Beine bzw. auch die Füße ein bisschen angeschwollen nach dem Flug und dann wollt ihr euch nicht in noch sowas ganz Enges reinquetschen, ne? In so einen Stiefel oder sowas, oh mein Gott, wo ihr wieder raus oder reinkommt. Also schön was Lockeres anziehen. Ich nehme am liebsten Turnschuhe, die schön weit sind eben. Aber ich ziehe die meistens sowieso im Flieger aus und ziehe dann bequeme dicke Strümpfe an oder sowas und dann laufe ich nur mit so Slippers rum. Das ist so mein Tipp. Aber um geschwollene Beine vorzubeugen und
ihr wollt zum Beispiel keine Stützstrümpfe oder sowas tragen, könnt ihr einfache Übungen machen. Die könnt ihr auch am Platz machen, ihr müsst noch nicht mal rumlaufen, wobei ich immer empfehle, auch so ab und zu rumzulaufen, das ist immer ganz gut. Wichtig ist, die Waden so ein bisschen anzustrengen. Das heißt, so auf Zehenspitzen zu stehen und dann auf den Hacken zu stehen, also so immer im Wechsel. Dann ist auch mal ganz toll, wenn ihr die Füße so kippt, also von links nach rechts sozusagen hin und her wippt. Einfach, dass so eine Anstrengung ist und dann spürt ihr auch, wie das Blut schon wieder mehr fließt. Weil das ist das, wodurch das kommt, wenn ihr einfach zu lange in einer Position seid und das Blut nicht mehr fließen kann. Dann staut sich das und dann wird alles dick und geschwollen und es ist sehr unangenehm und kann auch schmerzhaft sein. Wie gesagt, und dem einfach vorzubeugen, 10 bis 15 Mal wiederholt so eine Übung. Und dann merkt ihr auch schon, wie das so viel lockerer wird und das Blut besser fließen kann. Und dann apropos Blutstau. Naja, was auch ganz gut hilft, sind solche Wechselbäder. Ich mache mal 5 Mal. Und zwar ende ich mit kalt. Das heißt einmal kalt abbrausen, die Beine, also richtig kaltes Wasser. Und zwar immer von unten nach oben, also von unten Richtung Herz sollte man mal gehen. Dann schaltet ihr auf warm, so warm es für euch geht. Dann wieder das gleiche von unten nach oben, ne? Bis alles so schön warm wird und dann wieder kalt. Hin und her, diese Wechseldusche, da merkt ihr richtig, wie die Haut schön straff wird und das ist so angenehm. Man spürt auch richtig, wie das Blut wieder zirkuliert und wie das einfach, also so, wie man so leichte Füße wieder bekommt. Das ist auch immer ganz toll zu machen, wenn ihr eben lange unterwegs seid, viel gelaufen seid, dann einfach die Beine hochlegen und ab und zu diese Wechselbäder machen. Ich mache das immer, wenn ich daran denke, einfach wie gesagt nach dem Duschen, nachdem ich fertig bin, mache ich das schnell und es ist sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, einfach mit kalt aufhören und dann ist man so schön erfrischt. Ich liebe dieses Gefühl danach. Auch die Haut fühlt sich so richtig schön straff an. Und dann natürlich wieder gut eincremen, ihr wisst. Das waren schon meine ganzen Tipps für schönere und vor allem gesündere Beine und auch Füße sogar in diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und vielleicht habt ihr ja noch mehr Tipps. Schreibt sie gerne in die Kommentare, so können wir uns gegenseitig helfen. Und wenn ihr noch mehr Informationen zu Philips Lumea Prestige sucht, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort ist nochmal ein Link zu dem Produkt, auch mit einem Rabattcode. Da könnt ihr nochmal sparen und wir sehen uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.